Hallo und herzlich willkommen wieder beim ersten Templer. Wir sind auf dem Kapitelauswahlbildschirm und springen gleich in das dritte Abenteuer. Und zwar das Abenteuer in der Inquisition. So, und ich übergebe an meinem Freund den Ladebildschirm. Ja. Schließlich kamen wir zur Abtei Saint-Jacques, wo man uns sagte, eine gewisse Marie von Ibelin werde gegen ihren Willen festgehalten. Betende Dominikanermönche taten ihr Bestes, uns zu ignorieren, und ich fragte mich, ob sie uns nur das Eindringen in ihrer Abgeschiedenheit übel nahmen oder ob sie etwas zu verbergen hatten. Dies ist ein Heiligtum. Zieht hier nicht eure Waffe. Ich gebe mein Bestes. Suchen wir diesen Bruder Lorenzo. So. Wir suchen jetzt Bruder Lorenzo. Wer oder was das ist, finden wir jetzt heraus. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sagt mir die Karte hier, ist schon mal wieder ein Geheimnis. Untersuchen. Was ist im vergangenen Jahrhundert nur aus dem heiligen Amt des Papstes geworden? Meine Vorgänger waren nicht nur unfähig, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Sie waren Antichristen in der Maske des Papstes. Diese sogenannten heiligen Männer schicken sich an, den derzeitigen Papst zu ermorden und sein Amt zu übernehmen. Ich kann nur hoffen, dass die Geschichte Johannes den 12. vergisst, diesen verzogenen Balg. Noch keine 20 Jahre alt verschleuderte dieser Caligula unserer Zeit Geld, machte aus dem päpstlichen Palast eine Lasterhöhle und wurde schließlich von einem eifersüchtigen Ehemann ermordet, als dieser ihn mit der fraglichen Gattin im Bett ertappte. Ich werde diesem Possenspiel ein Ende bereiten. Und ich kenne auch genau die richtigen Leute, die mir dabei helfen werden. Papst Gregor der Siebte, 1073. Okay, das war mal wieder ein Auszug aus den Templerchroniken. Ja, was er gesagt hat, habt ihr selbst gehört. Die Predigt hat bereits begonnen. Sputet euch. Und wir haben wieder Konservenerfahrung erhalten. Hooray. Und wir können sogar wieder eine neue Fähigkeit kaufen. Gut. Scheint, als würde ich ab sofort mehr blocken müssen. So, was lernt er? Er lernt packen. So. Okay. Zurück. Und weiter geht's. Was ist wohl die größere Sünde? Den Körper eines Menschen zu foltern, um seine Seele zu retten? Oder untätig zuzusehen, wie der Teufel ihn verzehrt. Wenn der Rechtschaffene dem Teufel nicht die Stirn bietet, wer dann? Das Böse lebt noch, aber nun wird es von der Inquisition bekämpft. Ich kann die reinigenden Flammen sehen. Ich sehe eine Zukunft, die vom Teufel befreit ist. Ich sehe die Erlösung für uns alle. Gott segne euch alle. Amen. Bla, bla, bla. Was führt euch hierher, Templerbrüder? Neuigkeiten, Vater. Wir haben die Bestie erschlagen, die eure Herde gejagt hat. Der Herr sei gepriesen. Die Inquisition wird sich eurer Tat mit Wohlwollen erinnern. Wir suchen nach einer Freundin, Marie von Ibelin. Aber der Zugang zur Abtei ist Frauen verwehrt. Wir werden uns dennoch umsehen. Vielleicht ist sie hier. Jeder macht Fehler. Die Inquisition macht keine Fehler. Für euch ist hier nichts von Belang. Was nun? Wir folgen ihm. Er wird uns zu ihr führen. Okay. Wie es scheint, müssen wir jetzt diesen Möchtegern-Prediger hinterher. Ohne aufzufallen. Langsamer, sonst hört er uns. Ja, wenn du so rumschreist, hört er uns erst recht. Helft uns, Vater!
Eine schreckliche Plage sucht unser Dorf heim. Die Kinder leiden Todesqualen. Seid beruhigt. Ich schicke Männer, die Schuldigen zu bestrafen. Eure Körper mögen dahinsiechen, doch eure Seelen werden gerettet. Offenbar ist dieser Prediger nebst taub auch blind. Oder irre ich mich, wenn er gerade er wird uns bemerken. In meine Richtung geguckt hat. Bruder, jeden Tag verschwinden Menschen. Alle haben Angst. Gut. Angst ist eine Tugend. Angst stärkt den Glauben. Gott schütze euch, Bruder. Er hat wieder zu uns geguckt, ohne uns zu bemerken. Haltet Distanz, er sieht uns sonst. Aber er besitzt offensichtlich einen Röntgenblick, wenn man diesem Roland glauben darf. Langsamer, sonst hört er uns. Verzeiht die Störung, Vater Lorenzo. Isaiah hat nach euch gefragt. Ich werde ihn umgehend treffen. Wir kommen ihm zu nahe. Er wird uns bemerken. So, wer ist dieser Bruder Isaiah? Und warum will er mit ihm sprechen? Warum wollen die ganzen Leute mit ihm sprechen, wenn wir ihn verfolgen sollen? Das nervt doch. Lasst uns herausfinden, wer dieser Isaiah ist. Haltet Distanz, er sieht uns sonst. Vater, dieser idiotische Mönch am Dock hat die beiden Templer in die Abtei gelassen. Ich weiß, mein Sohn, ich habe mit ihnen gesprochen. Sie suchen das Hexenmädchen. Überlasst sie mir, sie haben die Bestie getötet. Nein, es darf keine offene Auseinandersetzung geben. Warnt die Männer unten nur für den Fall. Was ist, wenn sie die Kerker finden? Tötet die Gefangenen, allesamt. Und dann verfahrt nach eurem Belieben. Ja, Vater, mit Freuden. Gut, dass wir gesehen haben, wo der Geheimgang ist. Ohne, dass es ihnen aufgefallen ist. Der Einäugige aus dem Wald. Dieser Schuft Lorenzo hat gelogen. Was mich nicht überrascht. Wir müssen uns bedeckt halten. Marie schwebt in Gefahr. Ui, eine Truhe. Okay. Lorenzo hat diesen Weg genommen. Wie wir gerade gesehen haben. Genau. Das ist also der Kerker. Wir gehen rein, holen das Mädchen und verschwinden wieder. Ruhig. Okay. Wie es scheint, dürfen wir schleichen. Müssen schleichen. Wartet. Habt ihr nicht auch etwas gehört? Hinter die Fässer. Rasch, sonst sehen sie uns. Ach was, da ist nichts. Sehen wir uns das mal an. Also gut, also gut. Und natürlich kommen wir wieder ohne Probleme an den beiden Wachen vorbei. Ich sage, da war irgendwas. Und ich sage, ihr hört schlecht. Ihr werdet alt. Kleiner Hackler. Aber... Habt ihr es gehört? Was? Haltet nach zwei Templern Ausschau. Templer? Oh nein. Ja, das ist übel. Ich bin ungern mit zwei Templern hier eingeschlossen. Sie sind... Ihr gefällt's auch nicht. Haltet einfach die Augen auf. Kann ich irgendwas von... Das werde ich. Kann ich irgendwas von diesen Möchtegern-Wachen klauen? Vielleicht kommen sie ja nicht. Nein. Außerdem sind wir viele. Ja, oft. Fortschritte mit dem Hexenmädchen? Sie erweist sich als schwierig, Vater. Wir müssen sie zerbrechen.
Um jeden Preis. Ich brauche Ihre Aussage gegen den Templerorden. Sie wollen dem Orden Übles. Wir müssen sie befreien. Kann ich jetzt mein Schwert benutzen? An diesen Wachen kommen wir nicht vorbei. Ihr nehmt den rechten, nicht den linken. Und ich werde nicht einmal mein Schwert ziehen. Dies ist immerhin ein Sanktuar. So, wie kriegen wir diese Wachen ausgeschaltet, ohne das Schwert zu ziehen? Ganz einfach. Wir drehen ihnen den Hals um. Hilfe! Lasst uns nicht hier zurück! Befreit uns! Öffnet die Zellen! Sucht nach einem Hebel in einem Zimmer am Ende des Ganges. So, wo haben wir den Hebel, um die Gefangenen rauszulassen? Schauen wir uns mal um. Ja. Nee. Gegen die drei muss ich nicht kämpfen. Ich glaube, die kann ich auch wieder... Zumindest zwei von denen lautlos ausschalten. Knack. Knack. Und knack. Hey, wir sind gut. Und hier ist auch ein Hebel. Hoffentlich schaffen sie es. Sie werden zumindest für etwas Ablenkung sorgen. So, wir haben hier einen... Herr, sei Ihren Seelen wow. Okay, ich habe gerade einen Monsterrockler. Wir öffnen jetzt dieses Gefäß. Kleidungsstücke der Inquisition gefunden. Sehr schön. Und hier machen wir auch erstmal einen Schnitt und machen gleich weiter.